websites, weil ich gucke gerade, warum Websites ist gerade. Die Tagesschau im Fernsehen halten Sie zwar für sehr vertrauenswürdig, aber die konsultieren Sie nie, die sehen Sie nie an. Und es gibt die Ausnahme Instagram. Das konsultieren Sie sehr häufig, aber Sie sagen, diese Quelle ist nicht so vertrauenswürdig. Was sind so eure ersten Erfahrungen als Lehrer mit der Zeitung in der Klasse? Es ist für viele Schüler ist es etwas Neues, Zeitung zu lesen. Ein paar haben zwar daheim auf dem Küchentisch, vielleicht nicht die Freiburger Nachrichten, sondern eher die Liberté. Aber die meisten lesen sie nicht aktiv. Also das ist wirklich, das sieht man schon dran, wie sie die Zeitung haben. Zum Teil ist es etwas ganz Neues. Sie müssen zuerst mal klarkommen mit den vielen Seiten, die sie in der Hand haben. Was sie kennen und was sie auch oft brauchen, was in ihrer Realität eine grosse Rolle spielt, das sind News-Apps, das ist das Internet als Medium, aber mit einer gedruckten Zeitung, gerade mit einer abonnierten Zeitung, haben sie in dem Sinne nicht so viel Erfahrung. Und das ist das, was wir dann als erstes werden machen. Wir werden zuerst mal lernen, wie man überhaupt eine Zeitung liest. Ich habe das Gefühl, dass mit diesem Projekt ein paar Schülerinnen und Schüler zu regelmässigen Tageszeitungsleser werden. Während der Tour vom Projekt ganz bestimmt, weil das müssen sie ja, das ist Teil von ihrer Aufgabe, die sie jeweils bekommen. Aber ich glaube, man kann nur Zeitungsleser werden, wenn man irgendwann einmal dazu angestachelt wird. Und mit einem interessanten Projekt, ich glaube, viel besser kann man keinen Grund haben, Zeitung anfangen zu lesen. Wer nicht dabei bleibt, das wird man sehen. Was ich ganz bestimmt glaube, ist, dass sie Zeitung oder News generell anders werden lesen, nach dem, was sie bei diesem Projekt mitgemacht haben. Kritischer, hoffentlich. Ja, also ich finde es gut, um Deutsch zu lernen. Und ja, es ist wirklich eine gute Idee. Wir werden auch einige über Fragen schreiben, wir werden einige Leute fragen. So. Das werden ein bisschen Kontakt mit Leuten und diskutieren und organisieren. Und ich denke, dass es eine sehr gute Idee ist. Okay.